Oh, kriselt es bei Ekaterina Leonova und Timon Krause kurz nach dem Let's Dance-Finale schon? Jetzt hat ein Insider ausgepackt. Let's Dance Ekaterina Leonova? Kriselt es mit Timon Krause? Nebensiegerin Anna Ermakova, 23, polarisierte bei Let's Dance in diesem Jahr vor allem die Geschichte von Profitänzerin Ekaterina Leonova, 36, und Mentalist Timon Krause, 28. Zu Beginn der Staffel waren beide noch vergeben. Im Laufe der Show sollen sie sich dann jedoch jeweils von ihren Partnern getrennt und ineinander verliebt haben. Von letzterem sind vor allem die Zuschauer überzeugt. Auch nach der Show können Ekat und Timon die Gerüchte um eine mögliche Beziehung nicht abschütteln. So erklärte die Profitänzerin, sie sei einmal und für immer Team T-Cut, ehe sie eine pikante Andeutung darüber machte, wo die beiden die Nacht verbringen. Offiziell haben weder die Tänzerin noch der Mentalist bestätigt, dass sie mehr als Freunde sind, doch das scheint auch gar nicht nötig zu sein. Denn sie scheinen bereits alle Welt davon überzeugt zu haben, dass zwischen ihnen die Funken sprühen. Insbesondere, nachdem zuletzt Fotos aufgetaucht waren, welche die beiden vertraut und eng umschlugen miteinander in aller Öffentlichkeit zeigten. Doch nun sind Aufnahmen ans Licht gekommen, die das komplette Gegenteil zu zeigen scheinen. Let's Dance Ekaterina Leonova? Timon wollte nicht, dass die Kuschelfotos veröffentlicht werden. Auf Fotos, die Bild vorliegen, ist die 36-Jährige zu sehen, die im grauen Sportdress mürrisch in die Gegend guckt, während Timon ganz in Schwarz gekleidet für die Fotografen posiert. Doch was ist der Grund für die trübe Stimmung? Schuld an der angeblichen Krise sollen ausgerechnet die zuvor veröffentlichten Schmusefotos der beiden sein. Denn während Ekat glücklich darüber sein soll, dass die Bilder signalisieren, dass Timon nun zu ihr gehört, soll der 28-Jährige alles andere als froh darüber sein. Etwa, weil ein Insider zuletzt behauptet hatte, dass Timon die Beziehung zu Sarah nie richtig beendet hat und sie mit Ekat und andersherum betrübt? Timon ist nicht solo. Er betrügt seine Verlobte mit Ekat und umgekehrt. Ja, er zog über Ostern aus, aber wollte nach der Show zurück zu Sarah kommen, behauptete ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Bild. Sollte das stimmen, so wäre es kein Wunder, dass der Mentalist alles andere als glücklich über die kursierenden Kuschelfotos sein soll. Zusätzlich soll Timon nach dem Let's Dance-Ende zurück in der Realität des Alltags gemerkt haben, dass seine Gefühle dort nicht so stark sind wie in der Blase der Show. Ob es ihm nun doch alles etwas zu schnell ging? Eine Frage, auf die es bisher keine Antwort gibt, denn schließlich haben weder Timon noch Ekaterina die mutmaßliche Beziehung jemals offiziell bestätigt.